Für eine selbst kreierte wunderbare Dillsoße, die hervorragend zu Fisch passt, benötigen wir das hier gezeigte. Ich fange diesmal oben links an. Wir haben 400 ml Rinderfond, Rinderbrühe. Ihr könnt aber auch Kalbsfond, Kalbsbrühe nehmen, wie ihr mögt. Dann habe ich 50 Gramm Mehl circa, passend dazu 50 Gramm Butter. Zusammen wird das gleich eine Mehlschwitze ergeben. Dann haben wir ca. 150 ml Sahne, in diesem Fall geringer Fettstufe. Dann eine kleine Zwiebel, etwa 2 Esslöffel Weißweinessig. Wenn ihr Weißweinessig nicht habt, könnt ihr auch anderen Essig nehmen. Dann habe ich ungefähr 1 Teelöffel Zucker, ein Bund Dill. Das sind 25 Gramm, den wir gleich auch noch, ich werde es zeigen, etwas bearbeiten wollen und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. In einem ersten Step nehmen wir ein kleines Töpfchen, der ausreichend groß ist, und stellen diesen auf den Herd bei kleiner Stufe. Wir wollen nun unsere Butter, ca. 50 Gramm, dort zum Schmelzen bringen. Während nun die Butter gleich zu schmelzen beginnt, schneiden wir unsere Zwiebel in kleine Würfel. Haben nun die Zwiebelchen geschnitten und diese kommen nun in die gerade geschmolzene Butter. Man sieht, wie ich gerade erwähnt habe, dass die Butter nun beginnt zu schmelzen. Geben nun ganz flott die Zwiebel hinein. Wollen diese jetzt nur glasig anschwitzen, keinesfalls soll sie braun werden. Nun nehmen wir uns den Dill vor, der so im Handel aussieht. Man sieht vielleicht den etwas dicken Bereich unten, da wollen wir nichts von im Essen sehen. Man kann die kleinen Ästchen so von oben abstreifen, sodass man wirklich nur noch die feingliedrigen kleinen Stücke hat. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Dill so. So, der Dill ist nun fein zerlegt und wir wollen ihn hacken. So, nach fein gehacktem Dill gehen wir nun schnell wieder rüber zu unserem Topf. Dort sind die Zwiebelchen nun glasig. Wir wollen sie, wie gesagt, nicht bräunlich anfärben und geben nun für eine Mehlschwitze Mehl dort hinein. Mehlschwitze bedeutet für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, dass ich nun das Fett, also die Butter, mit dem Mehl verbindet und etwas Klumpiges zusammen ergibt, so wie man es jetzt hier sieht. Am Ende wird es dafür sorgen, dass ein bisschen Erbindung mit in die Soße kommt und gehen dazu über, weitere Dinge dort hineinzugeben. Geben nun in einem ersten Step weiterhin den Zucker hinein. Zucker und Mehlschwitze sind nun ein bisschen, vielleicht 30 Sekunden angeschwitzt worden und wir gießen nun mit unserer Brühe bzw. dem Fond auf. Der Fond war kalt. Wir warten nun, bis das Ganze aufkocht. Dann wird sich auch die Mehlschwitze rührend darin lösen. So ist dampft, was man vielleicht hier so ein bisschen in der Reflexion sehen kann. Die Mehlschwitze sorgt auch schon dafür, dass Bindung reinkommt. Wir geben jetzt unsere Sahne dazu. So, das macht es auch wieder hell, so wie man sich anfänglich vielleicht eine Dillsoße vorstellt. Wir geben dann unsere 2 Esslöffel Weißweinessig dazu. Salzen und pfeffern.
Rühre nochmal gut um. Geben nun in dieses Süßchen, was gleich anfangen wird, wieder aufzukochen, unseren Dill. Wir lassen nun die Soße so lange ziehen, bis wir die für uns geeignete Konsistenz erreicht haben. Die nun, für, man sieht es fleißig, auf niedriger Stufe dampfen. Die für mich nun persönlich geeignete Konsistenz ist nun erreicht. Wenn ihr es etwas dicker wollt, könnt ihr es etwas länger im Topf ziehen lassen. Und wir wollen nun das Süßchen abfüllen. Und wie gerade berichtet, können wir nun aus dem Töpfchen unsere fertige Dillsoße nehmen und abfüllen. Und mir bleibt wieder nur zu sagen, bon appétit!